Ja, und damit grüezi miteinander und herzlich willkommen zu F1 2020. Zurück in der Zweispielerkarriere mit dem Joker. Hallo, der Michi. Ja. Wir haben jetzt ein paar Hilfeeinstellungen bei mir geändert, weil wir haben im Training festgestellt, dass ich irgendwie nicht in die Box kam. Jetzt muss ich mich wieder umstellen ein bisschen. Also wir haben da ein paar Hast. Wie machen wir das? Fahren wir jetzt das noch, das letzte? Oder gehen wir gleich rüber? 17 Runden sind das Rennen. Wir machen es jetzt zum schnellen Training. Probieren wir jetzt nämlich mal aus. Das ist also die Simulation. Dann hast du schon, dann wartest du auf mich. Und da kriegst du jetzt Ich gleich diesen lasse. Bildschirm. Oh, ich lasse mal einfahren. So, jetzt hast du also auch, wie du siehst, unten die 30 Minuten Zeit. Du kannst jetzt also jetzt die Programme aussuchen. Wir nehmen jetzt das, was wir noch nicht gefahren sind. Bei Michi müsste das Drive Management sein. Ich mache jetzt Rennstrategie. Wenn du dann Genau. einmal draufklickst, dann hast du halt die verschiedenen Varianten. Die 100% Erfolgschance, dass du die 100 Punkte da kriegst, das würde 13 Minuten 30 dauern. Dann hast du halt die verschiedenen, bei mir sind es immer 50%, 12 zu 30 die Chance, dass das klappt. Und Ja, immer 11 Minuten 15 40 Minute Uhrzeit. Echtzeit oder Ingame-Zeit? Du wirst jetzt, wenn du das, was du dir aussuchst, dann geht das halt ganz schnell 13 Minuten 30 gehen dann runter. Ah, okay. 100% Erfolgschance, 50%, 25%. Ich mache mal die 100%. Programm läuft. Ach, das ist das Ziel erreicht. Und da kann natürlich auch in die Hose gehen. Ich habe jetzt noch die 70% Erfolgschance gemacht. Jetzt habe ich noch 7 Minuten auf der Uhr. Da kann ich noch das versuchen. Und Ach, das ist das das. schlägt fehl. Hat geklappt. Okay. Ach, so haben die das jetzt mit dem Simuliere gemacht. Okay, ich drücke. Reifabnutzung, ja, da erreiche ich ja mehr, wie wenn ich selber gefahren wäre. Jetzt habe ich noch 5 Minuten. Ich könnte noch. Naja, ich kann eigentlich gar nichts mehr davon schaffen. Nicht mehr genug Zeit übrig. Dann kann ich ja jetzt auf Beenden drücken, oder? Versuch mal. Passiert was? Nicht mehr genug Zeit übrig. Also, du hast jetzt, was hast du jetzt hier drückt, Ben? Beenden und dann Ja. könnte ich jetzt beenden, Session beenden drücken. Na, dann drück mal bitte. Hast du gemacht? Ja, du hast's eilig, habe ich als Achievement freigeschaltet und warum haben die Okay. dein PayPal-Logo Ich benutzt? drücke jetzt zurück. Okay, und jetzt gehe ich aufs Session beenden. Jetzt werde Jetzt ich gucken aus wir dem mal, was passiert. Arbeitsplatz geschmissen. Wenn es jetzt so läuft, wie ich es mit Kenny erlebt habe, dann fliege ich aus der. Also da hat es nicht funktioniert, das Schnelle. Hier hat es jetzt funktioniert. Ja, es kann auch sein, dass ich irgendwie falsch da Weil zu oben war früh noch irgendwie was was gelaufen mit ist. Spiel beenden, was bei dir anmarkiert war. Vielleicht darf man da nicht drauf drücken. Ach okay, das hätte man jetzt. Ach, da kriegt man dann die. Kostet es dann weniger, wenn man die Boni schafft. Ja. Das ist damit gemeint. Und Fahreranerkennung 6. Ich bin sehr anerkannt. Das Blitzqualifying. Also in ba Spanien dürfte kein so glorreiches Rennen erleben wie in Bahrain. Ja, wir wollten euch das jetzt mal zeigen, wie diese Simulation vonstatten geht. Und Genau, das. ja, wir werden halt sehen, gerade wie man Lust und Zeit hat. Ich denke mal, wir werden immer für die jeweilige Strecke, damit wir ein bisschen rinkommen, zumindest mal ein Training machen, ob wir denn alle Stufen machen oder ob wir das denn immer so mal abklären. Wir zeigen aber wahrscheinlich nicht alle Trainings. Nee, Das das haben wir wird uns jetzt so lang. gedacht. Wir werden wahrscheinlich vielleicht mit dem letzten Training einsteigen und nicht gleich ins Blitzqualifying, aber so ins letzte Training rein und dann ins Blitz, weil nur Blitzqualifying, das wäre ja so reingeschmissen. Du wartest ja auf mich und ich Ja, du warte hättest aber auf ihn. jetzt noch was machen können. Also wenn du jetzt danach die Punkte, wenn du da schon wieder ausreichend hättest, hättest du natürlich Ah schon. ne, das mache ich dann im. Ich sammle mir es jetzt noch fürs Rennen auf. Ja, wir gehen bei 3. Na komm, ich glaube nicht, dass ich die Pole holen werde. Ich auch nicht. Es sah Dazu muss nicht gut ich. aus jetzt mit den geänderten Einstellungen, dass ich die Strecke gut meister. Also ich kann froh, also so Platz 8 könnte es vielleicht werden. So vor Leclerc, das muss schon drin sein. Ich hoffe, dass er sich das jetzt gemerkt hat, dass ich das jetzt abgeschaltet habe. Nicht, dass er das jetzt da sich nicht gemerkt hat. Und ich komme nachher nicht mehr in die Box. Das wäre ja Das wirst du dämlich. aber an den müsstest du eigentlich an die Lenkbewegung schon merken.
Ja, es fühlt sich auch direkter an, also dann ist es ausgeschaltet. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht mehr, was ich beim 20er anhatte. Ich hätte es mir mal angucken sollen vorher. Aber ich habe den gleich runtergeschmissen vom Platteplatz her. Hab ja damals leider Geld gespart bei der Platte, ne, Joker? Hätte Terabyte mehr, aber so hat man auch, hätte man auch noch mehr Datenmüll drauf. Joker, ist doch noch bis morgen das Olympiaspiel im Angebot, Joker. Reizt dich das? Nope. Der Kenny hat ja schon Angebote, kann man ja kostenlos spielen. Ich weiß nicht, was ich von dem Ich gucke mir auch die Olympischen Spiele im Moment gerade gar nicht an, weil sie mir irgendwie am Hintern vorbeigehen, komischerweise. Ich weiß nicht warum, aber die ganzen Sportevents, auch die EM, habe ich ja nur die Zusammenfassungen geguckt immer. Ich weiß nicht, irgendwie ist das. Also das Spiel reizt dich nicht. Ich weiß es selber noch nicht, ob ich es mir hole soll. Vielleicht war wirklich, wenn es wenig kostet, aber im Moment. Saale. Oh, ich hatte auch überlegt, ob ich es mir zum jetzt mal für das Wochenende runterlade, aber Oh, Jesus Gott. Zeiten sind aber eng. Ja. Guck dir mal an, wie eng die Zeiten sind. Oh, Jesus Gott. Jetzt kriege ich nichts mehr gebacken. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ja, oder du musst halt. Aber ich weiß halt nicht, wie du das mit Lenkeinstellung mit der Box dann machen willst. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Entweder musst du dann auch nochmal Testrennen versuchen, ob das da irgendwie funktioniert dann. Aber. Jetzt gucken wir mal, was. Ist, also so schlimm sah meine Runde nicht aus, aber die Zeiten sagt was anderes. Bin ich hinter der Williams zurückgefallen. Was? Wieso ist Hamilton jetzt mein Rivale? Was ist denn da kaputt? Ach du Scheiße. Haben diejenigen, die Interviews für mich gemacht haben, Norris ist mein Rivale. Kommt denn auf die Idee, mich mit Hamilton gleichzusetzen? Ja, und bei mir Norris. Da muss ich die Ding wieder umstellen. Dann schlage ich den nicht. Nicht mal ins Gesicht. Ich habe keinen Rivalen ausgewählt. Ja, denn das ist ja das wurde ja vorhin beim ersten Rennen angezeigt, dass da welche denn machen ihn, aber die dann für Antwortmöglichkeiten da dann auswählen. Interview, wir haben, wie du verlangt hast, unsere besten PR-Leute losgeschickt, um sich nach dem Event um die Presse zu kümmern. Da gab es Auswirkungen auf folgendes: Rivalität hat begonnen. Danke. Müssen, wie du das beim Rennen in ein akzeptables Ergebnis umwandeln. So, wie viele Punkte habe ich denn jetzt eigentlich? Kann ich da noch was machen? 1002. Oh ja, doch, da sollte ich schon wieder was. Ich muss mir überlegen, wie ich das in ein akzeptables Ergebnis umwandle. Sagt mir Emma. Emma, gib mir mein Holzbein wieder. Zentraler Unterboden wollen die mir empfehlen. Sind wir hier in Haiti, sind wir in Südtobago, da ist Zielfähigkeit. Da würde ich da jetzt erstmal keine Punkte verwenden für. Viel habe ich jetzt ja nicht mehr an Punkten. Nein, viel habe ich nicht mehr an Punkten. Na, du hast aber noch ein paar Sachen bestimmt da. Ich habe noch was laufe, ja. Zwei Sachen sind es jetzt mittlerweile. Ich habe jetzt noch Chassis. Große ich habe jetzt an Aerodynamik und Chassis was. Ja, Strapazierfähigkeit ist im ersten Moment auch nicht, glaube ich, das Wichtigste, weil ich weiß halt nicht, klar, irgendwann wird es schon sich bemerkbar machen, wenn es halt schnell Teile hinrafft. Die Abnutzung ja, zu hoch ist, aber ob das jetzt bei 25% rennt, wage ich noch so zu bezweifeln. Also Strapazierfähigkeit werde ich auch nicht den Hauptaugenmerk legen. Na gut, dann schauen wir mal. Gehen wir mal rein in das Rennen. Gucken wir mal, was uns das bietet. Aber da ist Crash-Potenzial. Wenn man von ganz hinten startet. Ja, Bahrain war halt auch eine dankbare Strecke. Na, ich würde bei dir auf jeden Fall die erste Schikane und dann da diese. Wenn du dran bleibst, dann und dann die langgezogene Rechtskurve und dann bis zur langsamen nächsten Rechtskurve. Wenn du bis dahin nah dran bleibst, dann hast du ganz gute Chancen, dass du dann ziemlich gleich hintereinander fahren, dass du dann eine Überholmöglichkeit hast. Hamilton und der Falke. SP1 steht da bei der Abkürzung, ist ja auch bescheuert.
dass sie nicht deine abkürzen. Das klingt auch so abgelesen bei dem. Und Raikönen. Ja, vor allem, wenn du wie viel Namen ja eigentlich aus den letzten Jahren waren, der ist nur noch Tsunoda, Russell und der Bergmann. Der heißt Alonso zwar Beißler, aber das ist geil. Russell und der Bergmann. Reicht der Sprit? Ja, dann noch ein bisschen was mitnehmen. 8,7, ne, da werde ich lieber was ab. Ah, für eine Runde plus, das sollte sich eigentlich. Ich mach mal Autoeinstellung 2, vielleicht komme ich damit besser zurecht. Boah. Ach du Scheiße. Die was? Reifenabnutzung killt mich ganz schön. Für 6 Runden 67% Reifenabnutzung. Alter Falter. Das sollte ich ja fast überlegen. Ob ich dann eher auf die andere Strategie, aber jetzt bleibe ich die erstmal so drin, okay. Ich kann nicht, ob die Hans harten Reifen hier. Viel Spaß, viel Glück. Dir auch. Ja. Yeah. Ah, ich komme wieder nicht weg. Ich habe eigentlich jetzt schon Angst vor dem Start. Und ich drehe mich weg. Oh nein. Oh je, ja, das Rennen kann man jetzt schon vergessen. Das war nicht gut gezeichnet. Wie der Frontflügel damals? Ja, ja, ich rutsch. Ja, jetzt war's das. Ich konnte auch nicht mehr einlenken mit dem Frontflügel. Ja. Ah, das war. Ach, der Helm ist auch viel zu. Es ist auch viel zu glanz. Ist auch nicht so gut. Den will ich auch nochmal tauschen. Was war denn das bitte? Sag mal, Ricciardo, die haben so ins Hirn geschissen. Der fährt ja mir hinten direkt ans Heck ran. Aber sonst geht's doch. Mit dem los. Ach, scheiße. Oh Gott. Ja, das war's für mich. Und ja. Beide. Oh Mann! Ich Idiot! Oh mein Gott! Aber wir hätten beides Rennen vermurkst! Oh Mann! Du bist aber ins Gras gekommen ohne Schaden. Bei mir war der Frontwing am Arsch. Ja, ich hab den Lenkfehler gemacht. Ich hab die Kurve halt total falsch bekommen. Aber eigentlich habe ich noch irgendjemand mitgenommen. Irgendjemand ist dann an die Karre reingeschleudert. Ja, das war noch ein langes Das erinnert mich an die Zandvoort-Folge mal im My-Team, die ich gemacht habe. Ging auch nur 20 Minuten. Ging das überhaupt hier 20 Minuten? Ich weiß es nicht. Da kannst du ja bald eine 5-Runden-WM dranhängen an die Folge. Die Folge hat jetzt hier wahrscheinlich knapp 10 Minuten. Aber ist schön, also dadurch, dass ich mich gerade weggedreht habe und eigentlich irgendjemand rangefahren ist, aber kein weiterer wieder ausgeschieden ist und alle innerhalb von 45 Sekunden ins Ziel gekommen sind. Ja. Ach man, das war so dämlich. Beide raus, Haas und ja. Demzufolge müssten wir das nächste Rennen hinterher schieben und müssten das Training auf Simulieren eher beschränken. Weil damit habe ich jetzt überhaupt nicht so weiter gerechnet, dass wir beide die Segel streichen. Ja, ich werde meine die Rivalität gleich immer verlieren. Ja, ich habe jetzt auch 0-5, ja. Ich habe ihn Kimi da bei mir in der Einzelspielerkarriere, hatte ich die ersten, ich glaube, wie viele? Fünf Rennen sind das immer, wo diese Rivalität besteht. Und da habe ich die ersten drei Rennen verkackt. Das waren ja da Monaco und Aserbaidschan und bin ja ab erst zu Kanada und Frankreich und Österreich dann da aufgeholt. Eine Entwicklung ist fehlgeschlagen. Ist das eine Einrichtung wurde verbessert.
ist bei mir? Interview. Also. Ach, guck mal an. Strapazierfähigkeit wurde verbessert. Die war vorher auf 2, die ist jetzt auf 3. Okay. So, was habe ich? Bei mir ist ein Teil fehlgeschlagen. Ey, was zeigt denn jetzt noch an der Entwicklung? Ach, die zwei aerodynamischen Teile. Okay. Den Unterboden. Ja, arbeitet. Entwicklung gescheitert. Bei, jetzt finde ich das Teil gar nicht mehr. Oh ja, das ist ja da bald ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Martin McLaren und da Ferrari. Ist es. Muss ich jetzt also noch einmal Ressourcenpunkte verschwenden dafür, dass das Teil geht? So, Ferrari ist jetzt bei dem Aerodynamik rangekommen. Ja, Aston Martin McLaren und Ferrari. McLaren hat sich abgesetzt. Er liest Nachrichten. Fahreranerkennung und Teamanerkennung ist bei mir irgendwie Auswirkung. Naja, schauen wir mal weiter. Schon wieder eine Saisonpause. Na, bei dem lange Dings ist mir das klar. Wöchentliche Ressourcenpoints. Heute sollten eigentlich neue Entwicklungen reinkommen, aber einige davon haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Wir müssen dem Team über den F&E-Bildschirm sagen, was neu entwickelt werden soll. Ich habe schon wieder gescheiterte Entwicklungen, aber was ist gescheitert? Das ist es nicht. Das könnte auch besser angezeigt werden, damit ich weiß, was da gescheitert ist. Na, eigentlich wird es ja mal, sobald du bei den vier Sachen durchgehst, da wird ja gezeigt, was neu, neu eingebaut wurde oder was halt fehlerhaft war. Aber ich sehe hier nichts Fehlerhaftes. Wahrscheinlich war das das Teil davor, was ich schon mal neu entwickelt habe. Hier sehe ich nichts Rotes. Ist da aber nicht irgendwas durchgestrichen oder irgendwas? Wenn das nicht gelungen ist? Dann ist das doch eigentlich da... Dann wird es rot markiert. Ja. Ich kann jetzt wirklich mit dem Punkt, die ich habe, nichts machen. Oder? Also jedenfalls nichts Wichtiges. Die Strapazierfähigkeit lasse ich mal jetzt außen vor. Gut. Weil die nächsten Sachen werden fertig. Ja, dadurch, dass wir jetzt natürlich Monaco und Aserbaidschan jetzt nicht haben, ist natürlich die Saisonpause noch länger. Da gibt es nochmal wöchentliche Ressourcenpoints. Und bei mir werden die ganzen Teile fertig. Hoffe ich, zweite Flügelklappe, jawohl. Strapazierfähigkeit verbessert. Oh, Qualitätssache. Oder Unterboden. Na, es läuft doch bei Haas. Wöchentliche Ressourcenpoints. Jetzt kann ich wieder was machen. Die wollen mir immer irgendwelche Chassis-Sache anbieten. Für empfohlene Upgrades. Ja, Chassis ist jetzt bei mir auch weiter. Und nach vorne getrieben. Leichteres Cockpit. Ja, komm, mach mal die Rolldämpfer hier. Roll, roll, roll. Komm, mach mal die. Oh, das macht ein massive Gap. Gibt Gap. 24. bis 27. Das nehmen den, das habe jetzt die Leute mit in der Folge. Wir müssen denen ja was bieten, nachdem wir das Rennen ja zu blöd waren zum Fahren. Ja, wie gesagt, ich würde jetzt so sagen, dass wir jetzt halt Hanna da höchstens ein Training halt machen, die anderen beiden simulieren. Ich gucke nur auf die Uhr, ob es reicht von der Zeit, weißt du? Da gucke ich drauf. Das wird eher wahrscheinlich nicht passieren. Denke ich mal. So, wartet auf mich. Ja, ich habe schon Saisonpause eingeläutet. Wieder wöchentliche Ressourcenpunkte. Eine Verbesserung. Okay, die neuen Teile sind aus der Fabrik gekommen. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix ein. Neue Teile aus der Fabrik. Ich kann mir aber noch nichts leisten. Bei mir ist was fehlgeschlagen. Fehl. Gucken wir mal weiter.
Die Ressourcen und leichteres Cockpit ist auch fehlgeschlagen. Ach, leckt mich doch, Die neuen Leute. Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim Ich nächsten habe freien jetzt Wochenende wieder werden sie eingebaut. neue Möglichkeiten. Ah, jetzt die Rolldämpfer und zwei neue Upgrades. Ach, jetzt wieder bei der. Also bei mir wird im Moment Aerodynamik und Chassis. Ja gut, bei Strapazierfähigkeit habe ich noch nichts. Da muss ich erst wieder was freischalten. Siehst, da kann ich gar nichts machen. Ich könnte noch am Abtrieb was machen. Aber da habe ich nicht genug Punkte. Deswegen will er eher Aerodynamik machen. Ja, dann soll er das machen. Ja, gucken wir mal, wie weit wir jetzt kommen. Ansonsten müssen wir halt entweder jetzt doch das Training machen in der Folge. Das könnte man Ansonsten machen. Das könnte man ruhig machen. Qualifying und Rennen von Kanada dann in der nächsten Folge. Das könnte man so machen. Das wird wahrscheinlich auch die bessere Lösung sein. Wir hätten jetzt 21 Minuten, nur da haben wir nichts zu zeigen. Ja, das kann passieren, lieber Schnelle Zuschauer. Spanien und beenden, würde ich sagen, immer die Folge. Ah, Spanien und beenden. Ja? Nicht nur das schnelle Rennen und beenden. Das war ja, ach Gott, das darf uns aber auch nicht zu häufig vorkommen, dass wir beide Da ausfallen, das fliegen wir wäre. aus unserem Team raus. Also, Obwohl. ja, das nicht, aber dann. Gut, dann kriegen wir die Saison natürlich schneller um. Das ist auch. Da Ja. hätte man natürlich auch Aserbaidschan und solche Strecken natürlich auch reinnehmen können, dann hätte man da auch wieder schön wegballern können. Ach Oh Gott. Gott, Kanada, das ist auch keine Beißlerstrecke. Also Naja, ich mach. weiß halt jetzt wirklich nicht, wenn du halt zu sehr die Probleme hast, dass du doch den Lenkerassistenten brauchst, dann musst du halt wirklich sehen, dass du da, wenn du an die Box oder was musst, dass das da irgendeine Lösung gefunden wird. Weil wenn du jetzt ja nicht wieder zurechtkommst, dann natürlich auch der Spaß darunter leidet. Gehen wir mal in die nächste Session. Wir müssen ja den Leuten jetzt was bieten. Charlie, Ich freue Jeff. Oh. kein Regen. Kein Rain is coming. Aber recht bitter hier. Bis hier bislang nichts weiter kommt. Rain, rain coming. Rain is falling down. Qualifying Tempo, Reifenmanagement und Rennstrategie haben wir hier diesmal. Ich möchte gerne zweiter. Ah, hier zur nächsten Session. Da muss ich hin. Nächste Session muss ich hin. Auch so ein dämlicher Fehler, letzte Kurve, ey, in Spanien. Ich habe ja gewusst, dass ich halt manchmal Probleme habe, wenn ich die Kurve nicht richtig treffe, dass ich zu spät einlenke oder was, aber dann muss ich da einfach vom Gas gehen, ey. Weil der Ricciardo mich davor so angebumst hat. Ach, Der Knödel. Danny Rick. So, Ach. was machen wir? Ah, jetzt gibt es hier keine Hochprozentige Streckenakklimatisierung diesmal. FE-Lampen über die Aha. neuen Teile Jetzt hat sich's gesprungen. mal Sie wurden gewechselt. erfolgreich in den Wagen eingebaut. Wenn wir Glück haben, Mach werden wir die Verbesserungen Reifenmanagement spüren, jetzt also als probier sie mal erstes. aus. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Okay, es mischt sich doch durch. Wir haben jetzt diesmal keine Streckenakklimatisierung. Einen komischen bärtigen Typen rechts als so ein Reifenmännle zu stehen. Aber noch recht bewölkt hier, oder? Täusche ich mich? Bewölkt ist hier, oh ja. Leider ist sehr neblig, oh ja. Oh Ah, die Vettel-Gedächtniskurve, die kann ich Orient sehr in Süd an Das Mauer zustimmen. Gemüsebeet von Automobilista 1 damals. Erinnerst dich noch? Wo es mein Racing Point da ausgespuckt hat, immer. Habt ihr euch ja damals auch genüsslich der Arsch abgelacht? Das sah ja auch so dämlich aus. Es sah ja auch so dämlich aus. Nicht zu schnell eine Haarnadel wieder aufs Gas ziehen. Da kann auch ganz schnell mal sich wegdrehen. Geiler Drift, World of Champions. Hui, 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 hui.
halt die Reifenabnutzung am Arsch. Keine unfaire Aktion, hat der Damon Hill gesagt. Die Damon Hill Gedächtniskurve hat da gestanden. Grinse, Presse. Ich schaff's nicht ins Delta zu kommen, das finde ich auch geil. Machst du jetzt Reifen? Ja. Okay. Ich schaff's nicht in den grünen Bereich der Zeit zu kommen. Von dem Reifenmanagement wäre ich jetzt lila. Und einmal angedingst. Ah, jetzt könnte ich es schaffen, den grünen Bereich zu kommen. Ah. Ja, wahrscheinlich die Höchstgeschwindigkeit dann. Ah, jetzt könnte ich es schaffen. Jetzt habe ich alle DRS-Zonen geschafft und ich habe zwei. Ich habe die Ideallinie nicht hingekriegt, aber ansonsten. Okay. Achso, ich muss jetzt da gar nicht schon immer weiterfahren, aber das ist ja auch gut. Ja, ist mir doch in Bahrain schon mal geschafft, gelungen, dass ich das geschafft habe hier. Das Reifemanagement, das ist mir in keinem Vorgängerteil, ist mir das blöde Reifemanagement jemals gelungen. Mit schon zweimal. Okay, im Training kriegen sie es ja auch hin, dass man da diese Sektorenzeiten angezeigt bekommt. Beim Pits Qualifying ist das wohl unmöglich. Ach, das meintest du hier. Deine Zeit ist natürlich wieder unschlagbar, Joker, für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich vorsprung. Oh Gott, warum bin ich denn nochmal... Ach Gott, ich Idiot. Oh, ist das dämlich. Ich wollte an die Box fahren, warum fahre ich denn weiter? Ah. Tut mir leid. Ach, Scheiße. Box keep falling. Box keep falling down. Wer das Lied in der kennt, kann es ja in die Kommentare schreiben. Ich glaube, Joker hat schon die Melodie erraten, nur der Text habe ich verhunzt. Kann sein. Ich kenne den Text aber nicht so gut genug. Also so wie ich ihn gesungen habe, wird auf jeden Fall nicht gehen. So, 5 von 5. Oh, 5 von 5. Was könnte ich denn jetzt machen? Qualifying-Tempo. Ideallinie, hast du die gehabt? Motorleistung, Luftwiderstand und... Nee, das hatte ich nicht gehabt. Okay. Ich hatte alle DRS-Zonen aktivieren. Ich hatte... Fahre einen sauberen Sektor und dann hatte ich fahre so, dass die Reifen eine Runde lang bestimmtes Temperaturfenster haben. Nicht schlecht. Dann hast du wieder andere Sachen. Ja, ich hatte die Ideallinie, die habe ich nicht geschafft, das andere hatte ich. Das habe ich in Bahrain nicht geschafft, machen wir das Qualifying-Tempo. Jetzt bin ich unnötig gefahren, eine Runde. Sorry, Günther. So schiebt doch mal ein bisschen schneller hier. Zur Strafe wird er dir eine Fox Mesh Door an den Kopf werfen. Ich glaube auch. Und zwar die geklaute Badezimmertür aus dem Hotel, die der Mazepin geschenkt hat. Qualifying Tempo. Du bist eine 1.13.8.1.0 gefahren und Lando Norris eine 1.13.8.0.0. Knapp. Ja, ich muss gucken, dass ich mithalten kann. Ich muss es irgendwie lernen. Ganz wichtig. Wahrscheinlich kann ich jetzt Kanada besser als im 20er, aber ich möchte es verschreien. Auf jeden Fall ist es deutlich besser, angenehmer zu fahren als Spanien. Also,
Da war Bahrain, war schon eine Strecke, wo man sagen kann, ja, top, die ist einfach auch einfach, die Strecke. Also Spanien war natürlich... Aber dass uns da beide so rauswichst, das war natürlich nicht... Das stand nicht im Drehbuch, liebe Zuschauer. Das hat der Storyschreiber nicht so vorgesehen. Eigentlich hat er vorgesehen gehabt, dass Joker und ich in die Karre fahren und dann, dass wir ausscheiden. Jetzt können wir sehen. Das stand im Drehbuch, das hätten wir so machen sollen. Wir haben uns beide nicht dran gehalten und ja. Na, Spanien und Kanada, auch Melbourne, haben ja nun mal die Angewohnheit, dass das halt Strecken sind, oder auch Brasilien teilweise, dass halt der, dass die Strecke halt nicht gerade sehr breit ist. Es ist ja Bahrain, da passen ja 30 Autos nebeneinander. Ich glaube, da können sogar 30 in die Box rein. Nee, ich meine halt neben die Strecke fahren, also dass du so viel Platz hast. Aber du hast hier halt in Kanada oder auch eben in Spanien hast du ja höchstens Platz meistens für zwei. Alter, wie die Wolken hier ziehen. Jetzt gerade so, wie schnell der geht. Ja, es war gerade so bewölkt. Also ganz unten die ersten Wolken, also die oberen, die nicht so, aber die in 1000 Metern Höhe sind. Das wäre auch so ein Programm lieber für Simuliere geworden. Ich komme nicht aus dem negativen Delta raus. Mit was für eine Dings fährst du? Setup? Wahrscheinlich 3. Und tschüss. Da ist der Frontwing kaputt. Immerhin habe ich alle DAS-Zonen. Also, das Programm ist zwar beendet, aber es war uns keine große Hilfe. Ich befürchte, wir müssen das nochmal machen. Ach so, ich kann ja nicht zurück in die Garage. Ach. Jetzt noch mit kaputte Frontwing die Runde fahren. Ja, das wird ja repariert, das Ding. Na, das hat ja jetzt nicht richtig gelohnt. Ja, du könntest natürlich tatsächlich simulieren. Dazu sind ja die ganzen Trainingssessions. Machst du halt in einer Session alles, wo du halt so versuchst. Und ja, dann wird es halt nochmal simuliert. Oh Gott. Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Die Sache ist halt, du musst von alleine wieder in die Box kommen. Das ist halt hier das Eklige. Das werden wir wohl nicht mehr schaffen hier. Der Reifen ab? Ja. Sind noch nicht alle gefahren. Ja, ich müsste jetzt wahrscheinlich wo steht er denn hier? Du bist weg, okay. Wie denn hier? Na, Ricciardo, da war doch vorhin was, hä? Da war doch was in Spanien. Arschgeige. Da fährt der Joker an die Box mit seinem gestrichelten Helm. Mir kam wohl was aus dem Arsch, hä? Jetzt geht er an der Box. Da wird er reingeschoben. Da ist die 69 Bad Joker und die 47 Mick Schumacher. Da oben sind Zuschauer auf den Tribünen. Das ist nicht realistisch. Das wird sicher noch... Und mittlerweile noch eher als in anderen Sportarten. Ja, das ist wohl richtig. So. Also du, steht bei dir jetzt irgendeine Reparaturzeit oder was steht jetzt bei dir? Nee, ich bin ausgeschieden. Ich bin ausgekraut. Okay. Gut, dann gehen wir mal Session beenden. Ich muss jetzt wahrscheinlich warten auf deine Interaktion. Das hat keinen Bonus gegeben und das war... Oh, immerhin Platz 8 hinter Leclerc und ja, weit hinter Lando Norris. Wer auch immer mir den als Rivale ausgewählt hat, ist doch viel aber zu jetzt, hoch gestochen. Jetzt gibt es ja eigentlich im Training gibt's ja keine Rivalen,
Punkte, gibt es erst im Qualifying und im Rennen. Training 2. Mit dem sieht man ja immer besser. Das Training vom ZDF. Also wenn wir das jetzt simulieren? Ja, können wir machen. Demzufolge müssten wir allerdings dann jetzt auch die Folge ja dann danach beenden. Qualifying und Rennen. Und wir dann im nächsten. Wie kommen wir dann nicht nochmal in den Arbeitsplatz zurück? Wir kommen nach dem Training, wir kommen nach dem Qualifying. Kommen wir nochmal zurück zum Arbeitsplatz. Also nach dem Training simulieren nehmen wir oder wie? Doch, nach dem Qualifying kommen wir auch nochmal hierhin zurück. Da könnte man ja die Simulation noch mitnehmen. Aber mir ist auch egal. Ja, die Simulation nehmen wir noch mit, aber danach müssen wir halt danach fahren. Dann müssen wir erstmal eine Pause machen, weil bis um 3 ist dann noch ein Stück. Ja, da können wir uns erstmal noch einen schönen warme Film angucken. Ja, so lange reicht die Zeit auch wieder nicht. Ach Schal, was hast du denn da auf dem Papier? Hä? Gib mal rüber. Schal, was sind denn das hier für Telefonnummern? Ich will auch Weiber haben. Gib mir die Telefonnummer von der alten. So. Ich musste noch was klären mit Schal, der wollte mir die Handynummer nicht geben von den Weiber. Was müssen wir jetzt? Schumacher hat nur komische Krankenhaustelefonnummern bei sich. Was? Ich weiß nicht, ob das was mit seinem Vater zu tun hat. Oder sein neuer Schönheitschirurg. Muss ich auf die Next Session drücken? Ja. Weil ich kann ja nichts machen, theoretisch. Ja, ach, noch ein zweiter Gate. So, dann mal erstmal die Rennstrategie. Qualifying, ich mache jetzt auch mal die Rennstrategie, ja, und zwar mit der 100% Erfolg, machen wir die 50% Erfolgschance. Jawohl. Und die 70% habe ich auch abgeschlossen, damit wäre das im Training 2 auch schon wieder zu Ende. Zwei Sachen konnte ich machen. Mehr konnte ich jetzt auch nicht machen, aber die sind alle erfolgreich gewesen. Ja. Verbleibende Zeit 4 Sekunden bei mir. Ne, bei mir noch 4 Minuten. Habe ich hier noch was ich noch schaffen könnte? Ne, auch nicht mehr. Okay, dann drück du jetzt mal auf dann so weit wie du kannst. Session beenden. Ja, genau. Okay. Siehst du, und da war bei mir das auch so, dass wahrscheinlich bei mir noch ein paar Sekunden war und jetzt hätte ich Spiel beenden. Wenn ich oben gedrückt hätte, dann wäre ich aus der Session geflogen. Das habe ich jetzt zum Glück nicht gemacht. Ah, okay. Da ich hatte noch Zeit übrig. Und deswegen musst du dann weiter drücken, dass das denn so geht. Und so hätte das vielleicht der Kenny machen müssen unter Umständen. Könnte gut möglich sein, aber. Ist aber auch ein bisschen verschnörkelt gehalten. Also das hätte man besser lösen können. Oh. Da wir jetzt noch Training 3 haben und wir haben immer noch was offen, können wir das auch nochmal versuchen. Oh. Versuchen wir hier nochmal die schnellen Training. Jetzt bin ich an das Keyboard geknallt. Ich so dämlich mit dem Ellenbogen an den Tisch, wo mein Keyboard steht, und das wäre fast umgefallen. Also, ach, du machst jetzt gerade hier mit Charles noch eine Runde. Ja, Charles und ich gehen jetzt nachher noch hier auf die Bühne und werde hier noch was haben wir denn hier noch? Bisschen was abrocken. So, 100% Erfolgschance sammeln. Ja, es hat auch geklappt, sehr gut. Nochmal 70%. Den Verbrennungsmotor. Jawohl, wunderbar. Oder versuchen wir das doch nochmal. Machen wir das hier. Jawohl. Das klappt ja supi. Aber alles abgeschlossen. Sehr schön. Alle Ziele wurden erreicht. Okay. Kann ich noch was an? Ich kann da noch was nehmen. Da hätte ich noch die 95, die Reifen abnutzen. Machen wir das noch. Ja, schade, ne, habe ich keine Zeit mehr, leider. Okay, aber. Okay, den schaffe ich nicht mehr. Ja, also ich bin dann auch. Ja, ich bin dann auch, ich beende es mal. Weil ich hatte keine Zeit mehr. Aber das ist cool gelöst, mit dem, dass man das simulieren kann und dann quasi, du, kannst klappen oder kannst nicht klappen. Weil vorher gab es ja auch so eine Art Simulation. Bei den alten F1-Teilen, aber da hat er halt, da hast du nichts gesehen, da hast du halt drauf gedrückt, ja. Und dann ist sogar zum nächsten gesprungen und hast dann halt eben nur so 50 Ressourcenpunkte, hast du nichts gekriegt dafür. Und das ist hier gut gelöst für die, also das würde dann im Valvo zum Beispiel Grüße an der Stelle auch gefallen.
Jetzt habe ich schon mal die Heckflügelklappe und das die Monocoque-Struktur, die ich billiger krieg. Auch diese ganzen Bonis, was man dann da auch an Rabatte rausschlagen kann, wenn man das gut schafft. Der Zylinderkopf, das sieht ja aus wie eine Grafikkarte mit 3 Lüfter. Michis Fantasie wieder, liebe Männlein und Weiblein. Was hat es jetzt damit zu tun, dass die Grafikkarte 3 Lüfter, es gibt Grafikkarten mit 3 Lüfter, auch wenn sie aktuell nicht zu bekommen sind. Ja, aber dieses Gerät da wahrscheinlich was in einem Auto, ach, obwohl heute ist doch alles computerisiert. Hast du ja nicht. Also ich habe jetzt nicht an das gedacht, was du jetzt wieder denkst. Was habe ich denn gedacht? Ich glaube, dass du da irgendein Autoteil denkst, nee, da halt jeder, sondern dass du in irgendein Autoteil denkst, das aussieht wie eine Grafikkarte mit 3 Lüftern. So, nun gut. Jetzt haben wir doch noch 40 Minuten hingekriegt, haben wir halt Kanada mitgenommen, aber das war ein schnelles Spanien und Beenden. Also, das Rennen war für den Arsch, aber mal gucken, ob es Kanada besser wird. Das sehen wir dann beim nächsten Mal ins Blitz-Qualifying. Ich sag schon mal, Joker, danke fürs Mitfahren. Danke auch. Und euch fürs Zugucken. Und dann sag ich mal, keep racing und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.